In diesem Video zeige ich euch wieder das aktuelle Merchandise hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Und wir haben Ende Januar und ich zeige euch natürlich wieder, was es hier Neues an Merchandise gibt. So viel ist es gar nicht, ich war erst vor kurzem hier und bin ja in 2 Wochen nochmal da. Aber dennoch möchte ich euch natürlich immer auf dem aktuellen Stand halten, deswegen seht ihr jetzt hier was Neues. Es gibt eine neue Tasse in diesem neuen Disneyland Paris Design. Und zwar für 18 Euro bekommt ihr eine Tasse mit Muffin und ich zeige euch auch noch gleich den neuen Thermoskan. Seht ihr hier? Einmal den hier, den gab es ja zum 100. Geburtstag schon, in einem anderen Design für 20 Euro. Mit Heißgetränk für 19 Euro, ohne Heißgetränk. Dann gibt es auch noch den Becher für 18 Euro, ohne Getränk und mit Getränk für 19 Euro. Und diese Strohhalme gibt es auch, aber ich habe schon gehört, die passen nicht auf die deutschen PET-Flaschen. Also passt auf, wenn ihr die Strohhalme kauft. Im World of Disney gibt es einen neuen Thermobecher mit Tower of Terror. Kostet nix. 25. Und das Puzzle ist auch neu, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, oder? Ah, mit Filter. Ja. Okay. Und das Puzzle? Schon 25. Alle Puzzle kosten 25. Ja. 25 Euro. Es gibt unlimitierte Sammelschlüssel zu den Attraktionen hier im Tower of Terror. Kosten jeweils 25 Euro. Pirates. Und Phantom Manor. Und es gibt ja gerade so eine Charity-Aktion. Bis vom 10. Januar bis zum 4. Februar vom Pieces Joie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendein Designer. Hat diese Taschen und Pins gemacht. Ich weiß nicht, ob es die Pins noch gibt, aber wenn ihr diese Taschen kauft, wird 100% des Erlöses gespendet. Und darauf gibt es auch keinen Jahreskartenrabatt. Hier so eine Jute-Tasche kostet 8 Euro. Vielleicht hole ich mir so eine mit für einen guten Zweck. Hier gibt es auch noch eine neue Wanduhr für 20 Euro im Mickey-Design. Schön. Auch neu ist dieser Minimaus-Rucksack. Den gibt es auch bei Shop Disney. Und hier, das ist ein Ohrenhalter. Das heißt, da kann man die Ohren reintun. Kostet 100 Euro. Und aktuell gibt es richtig krasse Sales. 70% Rabatt bis 6. Februar. Hier die ganzen Loungeflies. Gut, dass der keiner haben will, kann ich verstehen. Aber hier die auch. Also, ja, gibt auch noch viel mehr Sales-Sachen. Ich schau mal, ob ich da noch welche finde. Ja, da hinten. Gehen wir mal hin. Jetzt euch diese goldene, goldschwarze Tinkerbell-Tasse, 70% und die 100er-Sachen sind auch 70% reduziert. Chip and Dale. Vielleicht nehme ich mir das Handtuch jetzt mit. Bei 70% Rabatt plus Jahreskartenrabatt. Glaube ich, nehme ich das Handtuch mal mit. Neu in der Disneyland Paris-Kollektion, die habe ich euch auch schon mal ja gezeigt im Merch-Video. Ist die Tasse für 15 Euro und hier dieser Tee. Was haben wir hier für einen Tee? Orange Grapefruit Apfel Infusion für 25 Euro. Und die Dose ist natürlich auch mega süß. Und es ist echt groß, es ist viel Tee drin. Ich glaube, das Glas hatte ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Also wenn euch die ganze Kollektion interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Ich guck mal, ob ich was Neues finde. Ich meine, die Strampel hatte ich euch auch schon gezeigt. 25 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Hier so Babysachen. Ah ja, die Ohren sind aber neu auf jeden Fall. Und die Socken, die habe ich euch auch nicht gezeigt. Daran kann ich mich erinnern. Es gibt jetzt Socken für 14 Euro. Dann hier noch eine Tasse für 17 Euro. Und hier so eine Kühltasche. Für 30 Euro. Und dann gibt es noch die neuen Ohren. Auch für 30 Euro. Sind ganz hübsch. Disneyland Paris vorne mit Chip and Dale und hinten haben wir nichts. Ja.
Ich glaube, diesen Leuchtstab habe ich beim letzten Mal auch nicht gezeigt. 25 Euro. Ja, kann halt leuchten. Also wenn man den auch ausziehen kann. Machen wir jetzt nicht. Ich glaube, die T-Shirts hier für die Kinder gab es beim letzten Mal noch nicht. 13 Euro für das T-Shirt. Und dann gibt es noch so ein Hoodie in Weiß für Kiddies. Kostet 36 Euro. Und das hier kostet 16 Euro. Und wenn man nichts kaufen will, kann man hier trotzdem was spenden. Einfach in die Box hier reinwerfen. Und da steht auch, wo es gespendet wird. Es gibt auch einen neuen Hoodie von der Disneyland Paris Kollektion in Rot mit Mickey vorne für 50 Euro. Hinten ist nix. Es gibt neue Popcorn-Tüten, seht ihr da. Ich zeige euch gleich den Preis. Genau. Da seht ihr es auch. Kostet, ich glaube, 12 Euro, ja. Mickey Bag mit Popcorn, 12 Euro. Gab es ja auch zum 100. Geburtstag so ähnlich und kann man auch als Kühltasche benutzen oder so. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Souvenir. Es gibt einen neuen Baby Yoda Spirit Jersey. Kostend. Was kostet so ein Jersey? 90 Euro, 80. 80, zeig mal von hinten bitte. Muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so. Also die Farbe ist erstmal so, was ist das? Ist es rosa? Ist es... Ich lieb's. Ich find's so? Ich find's gar nicht schön. Das ist die gleiche Farbe, wie du heute trägst, du Banane. Nee, ich finde, das ist rosana. Nein, das ist genau die gleiche Farbe. Nein. Ist es nett. Also ich find's nicht schön, aber ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, das ist auch süß. Den hat sich Nina gekauft, oder? Ja. Kostet? Der kostet 50, glaube ich. 65. Das ist ja teurer geworden. Inflation. Hier gibt es neue Freundschaftsketten im Star Wars Shop mit Baby Yoda oder Grogu und Mandalorian für 25 Euro. Zwei Stück. Wir sind neben Motorsports in dem Kinderladen. Hier gibt es einen neuen Frozen-Becher. Dreh mal bitte. Für 25 Euro. Da ist Olaf. Süß. Und hier gibt es neue T-Shirts. Ja, wir sind nicht in Walt Disney World, aber hier könnt ihr Walt Disney World Merchandise kaufen. Mickey Mouse T-Shirt für Kinder für 25 Euro. Und ein Daisy T-Shirt, Daisy Duck steht da drauf, für auch 25 Euro. Wir sind immer noch im Babyshop oder im Kindershop und hier gibt es auch eine neue Kollektion von Babysachen. 32 Euro für dieses Jäckchen. Oh, mit der süßen Kapuze. Oh, nein, aber es gibt auch eine junge Version. Guck mal, Cheryl. Da. Die ist süß. Auch mit Öhrchen hinten auf der Kapuze. Und hinten haben wir auch noch mal eine neue Mini-Kollektion. Moment. Das war hier die. 30 Euro für diesen super süßen Strampler. 35. So zum Zeigen. Ja, so im Licht ist schöner. Dann haben wir hier ein Body mit für 16 Euro. Ein Pulli. 30. 30 Euro. Ist da hinten noch was? Nee. Ein Set? Ja, so ein Body. Hose. Nee, ist doch so eine Hose. Mit Füßen. Mit Füßen, mit so rutschfesten Füßen. Kostet? Kostet 28. 28, dann haben wir oben das passende Lätzchen zu der Kollektion. Ah, eigentlich müsste es der Mickey auch geben dann. 8 Euro. Nochmal hier so ein Set. Bisschen leichter. Ah. Da. Kostet 30. 30 und da oben haben wir noch und das Kleidchen da unten. Ich hab's gesehen. Ein Oberteil. Pulli, ein bisschen wärmer. Gefüttert. 24. Fällt auch runter. Und? Reflexe wie eine Katze. Ein Kleidchen. 30 Euro mit Tüll.
so Dings drunter ist. Sehr süß. Es gibt auch noch den Mini-Pullover hier. Kostet 36 Euro. Ein DIY Mickey Bracelet Set für 25. Und dieser Flausche-Rucksack hier ist auch neu. Kostet 35 Euro. Auch neu von der Paris-Kollektion. Für 17 Euro gibt es dieses Ei. Da ist der Eiffelturm drin. Braucht man sowas? Gefaktes Fabergé-Ei. Naja, als Souvenir für Ausländer, glaube ich, ganz süß. Ja, als Souvenir, dann kannst du das aufstellen. Als Souvenir für Ausländer. Ich glaube, so ein Franzose kauft es? Ja, stimmt. Die sind ja alle sehr... Eiffelturm-affin. Die sind ja alle sehr patriotisch. Die lieben ihr Land. Genau. Also ich habe kein... Liberté, also ich Egalité, Fraternité. Also ich habe kein Brandenburger Tor bei mir zu Hause. Nein? Nee. Sag, Liberté, Egalité, Fraternité. Alles klar. Das heißt Freiheit, Ebenwürdigkeit und Brüderlichkeit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, bei euch ist niemand brüderlich, nur frei. Ja. Und einig seid ihr euch alle, dass ihr frei sein wollt. Wir sind im Fashion und im Village und es gibt einmal eine Uhr von König der Löwen. Neu für 60, ach du je, 60 Euro und hier dieses Haarband für 13 Euro. Ja, und das war das Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Wie gesagt, so viel ist gar nicht neu. Dennoch hoffe ich, euch hat das ein oder andere gefallen und ihr kauft es vielleicht bei eurem nächsten Besuch. Schreibt dann unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat und ja, damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.